das freut mich. Aber vorher werden wir mal wieder zurück zum Dock gehen und ein bisschen was einkaufen und reparieren lassen, was ich nicht reparieren kann. Blablabla, Point Lookout soll einer der Orte sein, in denen es in ganz Maryland am meisten spukt. Kurz die Ladezeit rausgeschnitten. Okay, weiter geht's. Ja, ich muss gerade erstmal gucken, wo war denn hier. Obwohl, wir können auch Schnellreise machen. Hoch. So. Wir wollen nach zum Warenhaus, genau. Okay, Ladezeit. Und da sind wir wieder. Hallo, wie hieß sie? Pandana? Ja, Panada, so. Red schon. Oh, es freut mich sehr zu sehen, dass Sie wohlauf sind. Was führt Sie denn zu Madame Panada? Angebot? Nee, erstmal reparieren. Natürlich. Mein Vater hat mir viele Tricks beigebracht. Erstmal den Hochleistungsofen, dann den Tesla-Helm, dann die Tesla-Rüstung, dann das Schockschwert. Doch, das wird teuer, das wird teuer. Nein, nein, chinesisches Sturmgewehr. Ja, und sonst brauche ich eigentlich nichts. Fertig. Angebot. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie deswegen zu mir kommen. Okay, was können wir denn hier loswerden? Die Gatlingern auf jeden Fall. Auch wenn wir nicht viel bekommen. Splittergranaten behalten wir mal. Unterhebel-Reptiergewehr. Ja, verkaufen wir auch mal. Mir gefällt die doppelläufige viel besser gerade. Heckenschürzengewehr kann auch weg. Brauchen wir nicht. So, wir brauchen Munition. Munition. Und zwar jede Menge von der Sorte, die du nicht hast. Okay, wir holen uns das Reptiergewehr zurück, denn 36er Munition oder was benutzt die? Nee, 10 mm? Nee, dann behalten wir das erst recht. 10 mm haben wir genug von. Ja, das kommt weg. So, was gucken wir denn hier mal? Alien, bam, 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 bam. Flussschiffkarte brauchen wir nicht. Brauchen wir schon, aber jetzt nicht. Vorkriegsgeld kann auch weg. So, und das war's erstmal, glaube ich. Akzeptieren. Und wir haben wieder Geld ausgegeben. Na toll, ich muss jetzt los. Passen Sie auf Ihrer Reise gut auf sich auf. So, ich gucke eben, wo das die Kathedrale ist. Ja, da bin ich von hier aus schneller. Die Arkendorf-Kathedrale. Dann werden wir mal dahin wandern. Ein Quicksave legen. So, aber wir werden heute auch nur noch vor die Kathedrale wandern. Rein wird es nicht gehen. Gegenstände, Unterhebel, Reptiergewehr. Nehmen wir mal. Ach, das sieht aus wie das von George Washington. Kenne ich schon. Spring! Spring! Letztens hat es noch geklappt. Ich habe ja nochmal getestet. So. Ach, nee, ich will jetzt nicht testen, wie schnell das schießt. Dann geht das kaputt. Das ist blöd. Hier liegen überall Karren. Ich will die in die Luft sprengen. Aber dann gehe ich auch kaputt. Das ist doof, Menno. Naja, was soll's. So, in diese Richtung. Ich glaube, man kann die Kathedrale da hinten schon sehen, wenn das die Kathedrale ist. Und hier ist überall Einöde. Aber ehrlich gesagt, letztens hat mir das ja besser gefallen. Da war hier ein ganz komischer Nebel in der Luft. Jetzt sieht er schon wieder so normal ödlandmäßig aus. Und hier ist Licht an. Wieso ist hier Licht an? Wo sind wir hier? Daten. Haleys Kramladen. Geil. Jetzt mach schon. Packen wir mal die Waffe weg. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Und das ist alles umsonst? Genial. Springmesser will ich nicht. Luftgewehrmunition. Das war noch Zeit mit unserem Luftgewehr. Und hier sind zwei Stück. Nehmen wir beide. Okay, gehen wir mal hier rüber. Ganz viel Zeugs, Nägel. Gleisnägel. Wir haben nämlich eine Waffe und die heißt zufällig Gleisgewehr und die benutzt zufällig Gleisnägel. Nur wir haben die zufällig nicht mit. Und wir nehmen Drogen mit. Juhu. So, Haleys Kramladen. Wollen wir mal sehen, wer Haley ist? Hallo? Oh, ich habe mit einer Frau Wir gerechnet. sehen hier drin nur selten neue Gesichter. Hallo, Haley. Oh, hallo. Willkommen in Haleys Kramladen. Wir führen sehr viel Kram. Geil. Ist etwas nicht in Ordnung? Mache ich Sie nervös? Ja, ist etwas nicht in Ordnung. Nein, nein, ist schon alles in Ordnung. Ich bin nur kaum an Menschen gewöhnt hier draußen. Das ist alles.
Meine üblichen Kunden. Naja, die rieche ich normalerweise schon lang, bevor ich sie sehe. Wer sind Ihre üblichen Kunden? Die meisten Leute kommen aus dem Sumpf. Sie lassen mich wohl in Frieden, weil ich hier geboren wurde. Meistens tauschen sie Fleisch und Obst ein. Bares oder Waren bringen sie nie. Die Söldner bringen mir immer wieder gutes Material. Wenn sie also Munition oder sowas brauchen, sind sie bei mir richtig. Also, wie lange haben Sie schon diesen Laden? Ach, Sie glauben? Nein, nein, das ist kein Familienbetrieb. Ich übernahm den Namen einfach, als ich den Laden vor ein paar Jahren fand. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an die Zeit davor kaum mehr erinnern. Ich wachte hier mit dröhnendem Kopf auf und der Laden war bereits da. Perfekt. Die Leute kamen herein und fingen an, mit mir Handel zu treiben. Ich hatte nichts dagegen. Und so wurde eben eine Arbeit draus. Genial. Wo bekommen Sie Ihre Ware her? Einiges davon habe ich gefunden. Ein paar Sachen waren bereits hier und die Söldner bringen mir auch ab und zu was vorbei. Und hier und da taucht auch dieser schräge Vogel mit dem Boot auf und lässt mir ein paar gute Sachen hier. Okay, reden wir doch mal über was anderes. Kein Problem. Sind Sie gekommen, um etwas zu kaufen? Richtig, ich will das Angebot sehen. Gern, darum bin ich doch hier. Ich auch. Okay, wir wollen mal nach Munition schauen. Munition, bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ganz viel Schuss. Mitnehmen. Ach, da müssen wir wieder zahlen. Naja, was soll's. Okay, X beenden. Reparieren. Ich wollte ein bisschen über Sie reden, Haley. Hatten wir schon. Ich muss jetzt los, Haley. Seien Sie vorsichtig da draußen. Mit diesen Sumpfbewohnern ist nicht zu spaßen. Die habe ich noch gar nicht. Doch, zwei habe ich schon gesehen. Naja, was soll's. Eine Werkbank, juhu. Ein Klo, juhu. Ein Drecksladen, juhu. Ja, eine Tür, juhu. Okay, auf zur Kathedrale. Wir wollen uns nicht aufhalten lassen. Obwohl, haben wir eigentlich schon getan. Ich bin so unkonsequent. Ich sehe Gegner. Ich habe aber keine Lust auf Gegner. Deswegen mache ich einen großen Bogen. Merkt doch keiner. Wir sind versteckt. Was soll's. Ist nur die Frage, wie komme ich darüber? Ja, durchs Wasser wahrscheinlich. Schön verstrahlt. Und schön tauchen. Juhu, juhu. Ach. Okay, Kathedrale. Ja, ist gerade ein bisschen leise hier, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung von dem Addon hier. Ich habe was gehört. Ich bin aber versteckt. Wieso habe ich dann... Das hat sich angehört wie so eine Blähfliege. Ein bisschen einen Blick in den Wald werfen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Keiner ist aggressiv zu mir. Ja doch, die da hinten, aber... Apropos die da hinten. Hallo, Hund. Okay, weiter. Was ist denn da hinten? Da oben. Hier, da, rechts. Hallo, Hund. Naja, was soll's. Hunde sind cool. Die lasse ich. Ich mache keine Hunde mehr kaputt. Außer sie sind mir aggressiv gegenüber. Aber sollten sie eigentlich nicht mehr sein. Ah, nehmen wir mal unsere Waffen. So, da haben wir wieder Munition. Unsere schöne AK. Ja, sie sieht wie eine AK aus. Das ist aber keine. Was soll's. Für mich ist es eine AK. Und ja, ich denke mal, das ist die Dave and Ork. Oder wie hieß sie? Church? Kirche? Ja, sehen wir ja, wenn wir da sind, dann kriegen wir den Wegpunkt. So, wir machen aber jetzt nochmal so ein Quicksave. Schnell speichern. Die Ark in Dove. Genau, Dove. Was ist das? Wilde Punga aktivieren. Wilde Punga hinzugefügt. Punga-Pflanze. Zuchtpunga hinzugefügt. Wilde Punga hinzugefügt. Sag ich nur bla bla bla. So. Geht's hier rein? Schlüssel. Okay, hier spricht schon jemand mit mir, aber ich mache hier für heute Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.